Jetzt war es so, dass ich nach langer Zeit mal wieder dabei gewesen bin im November. Umso mehr schätzt man jetzt auch, wenn man wieder zur Nationalmannschaft kommt, mit den besten Spielern aus Deutschland zusammenspielt. Also ich habe gemerkt, dass ich die Leute sehr, sehr schätze, auch das Team, das Umfeld, die Spieler, und dass ich die Zeit einfach sehr vermisst habe, in der ich nicht dort sein konnte. Generell war es für mich einfach ein positives Zeichen, dass auch der Bundestrainer immer von mir gesprochen hat, für mich gesprochen hat, immer auch in der Zeit mir den Rücken gestärkt hat. Und das hat mir viel bedeutet, gerade in so Phasen, wenn man nicht spielen kann. Der Mario hat im Finale das entscheidende Tor gemacht. Und es war natürlich auch dann danach ein unglaublicher Hype. Zuerst lebt man als Spieler so ein bisschen in der Euphorie, die um einen rum passiert. Wie bei fast allen Spielern, die am Anfang eigentlich so eine schnelle Karriere machen, auch international und auch in der Nationalmannschaft. Und wenn es dann mal irgendwie vielleicht nicht ganz optimal läuft, wenn es mal auch logischerweise, wie es auch gerade bei jungen Spielern üblich ist, ja auch mal irgendwo ein bisschen eine Krise gibt, dann ist immer wieder das gekommen. Mario hat ja im Finale das Tor gemacht. Wo bleiben vielleicht seine Tore oder seine Leistung? Also die Erwartungen sind auch wahnsinnig gestiegen. Zum anderen musste ja auch mal ein halbes Jahr pausieren, jetzt mit der Stoffwechselkrankheit. Das wirft den Spieler natürlich auch ein bisschen zurück. Stand immer in Kontakt mit Yogi, habe viel mit ihm gesprochen, wir haben viel geschrieben, haben dann auch über den Zeitpunkt der Rückkehr gesprochen und wir haben dann auch ein persönliches Gespräch geführt, wie es mir geht und wie ich mich fühle und wo ich mich sehe. Dass ich seit 3-4 Monaten wieder im Team dabei bin, dass ich wieder spiele, dass es mir gut geht. Ich glaube schon, dass er sich da unglaublich viel zu Herzen genommen hat. Das sieht man ja nicht nur im Fußball, das sieht man auch im normalen Leben oder auch im Geschäftsleben, überall dort, wo die Menschen sich selber viel Druck auferlegen. Und ich glaube, dass dieser Tiefpunkt eigentlich kein Tiefpunkt in dem Sinne ist, sondern eigentlich wieder ein Startschuss war, sich mit sich selbst zu befassen, sich ganz klar im Reinen zu sein, wohin man will. Dazu braucht man auch Abstand. Das geht nicht so zwischen zwei Trainingseinheiten oder an einem freien Tag, sondern da muss man wirklich mal aus dem System raus. Auch dort Hut ab, dass er diese Entscheidung getroffen hat, dass er es durchgezogen hat. Das wird ihn auch weiterbringen. Ich schaue natürlich auch mal ein bisschen so außerhalb des Platzes, was ist. Und ich habe bei Mario jetzt häufiger wieder auch ein Lächeln gesehen, was man von früher her kannte. Das hatte er so ein bisschen verloren gehabt. So ein bisschen befreites Lächeln, ein herzliches Lächeln, auch etwas, wo man einfach Lebensfreude gespürt hat. Es ist ein Prozess, den er jetzt wieder angeht, auch in der Form. Die ist ständig steigend. Es sind sicherlich immer noch wieder Punkte, an denen er arbeiten muss, in seiner persönlichen Entwicklung auch dort hinzukommen, wo er genau hin will. Aber er ist auf einem unglaublichen Weg. Und man muss fast dankbar sein, dass er jetzt nicht direkt wieder auf 100% gejubelt wird, sondern dass auch dort er wieder Schritt für Schritt geht. Daher bin ich zuversichtlich, dass wir ihn auch bei der WM dabei haben und dass er hoffentlich da ein entscheidendes Tor macht. Gerade wenn man das mal miterlebt hat, dann weiß man, wie geil das einfach auch ist, wenn man da 4, 5, 6 Wochen zusammen ist mit der Mannschaft und wenn man Erfolg hat. Also für mich wäre es definitiv sehr, sehr frustrierend und sehr traurig, wenn ich nicht zum Turnier fahren könnte. Ich glaube, das wär definitiv eine traurige Nachricht. Ja. Hier sitzt schon in der Mitte einer der Rückkehrer. Mario, schön, dass du wieder da bist. Was hast du dir so persönlich vorgenommen, vielleicht auch mit Blick auf die WM dann in Russland? Für mich persönlich ist einfach wichtig, Leistung zu bringen im Verein und dann auch hier bei der Nationalmannschaft und ja, auch mit großer Vorfreude nach der Zeit jetzt wieder hier zu sein, wieder in der Bundesliga zu spielen und dann auch hoffentlich wieder für die Nationalmannschaft zu spielen. Und ich freue mich auf das, was kommt, und ich freue mich auf das Jahr 2018.
Der Konkurrenzkampf ist immens, aber das ist gut für uns. Wenn man die Franzosen sieht, die haben mindestens genauso einen großen Konkurrenzkampf, ob es die Spanier sind, ob es die Brasilianer sind. Ich finde, zur Nationalmannschaft gehören einfach die besten und wichtigsten Spieler und das ist nicht ganz so leicht für den Bundestrainer. Aber im Großen und Ganzen ist das der Anspruch von einem selbst und auch der Anspruch der Nationalmannschaft, einfach auch die Besten mitzunehmen. Und dass es hart wird und dass es ein Kampf wird, das war es vorher eigentlich auch schon. Irgendwie habe ich momentan so das Gefühl, dass es sehr stark thematisiert wird, nur weil es ein paar mehr Spieler sind. Das Ziel müsste es jetzt einfach sein, mehr Spiele über die volle Spielzeit zu machen und wirklich zu einem kompletten Stammspieler, nicht nur in Dortmund, auch zur Nationalmannschaft zu werden, weil dass er das von seinen Fähigkeiten könnte. Ich glaube, da sind sich alle einig. Auf einem Niveau, was sicherlich rechtfertigt, ihn mit zur Weltmeisterschaft zu nehmen. Im Moment glaube ich nicht über 90 Minuten, dafür sind andere stärker und sind andere weiter vorne, aber immer noch als wahnsinnig interessanten Spieler, der den Unterschied machen kann in besonderen Momenten. Zurückzukommen oder dann wieder ins Spiel zu kommen, war natürlich für mich erstmal eine großartige Sache. Klar, ich freue mich drauf, gerade weil ich auch viele von den Spielern kenne und dass wir einfach eine enorme Qualität in der Mannschaft haben. Es macht auch einfach Spaß, mit den Besten zu spielen. Ich fühle mich auch sehr, sehr aufgehoben dort in dem Kreis. Dass ich dann noch in der letzten Minute den Assist geben konnte, ist natürlich umso besser. Gerade mit der Rückkehr und dann einfach auch nochmal dieses Erlebnis zu haben im Stadion. Wir haben ganz schön lange nicht mit dieser Mannschaft gespielt. Ein Jahr. Was waren das für Momente heute? Eine positive Geschichte für mich. Es ist eine lange Zeit her, dass ich bei der Nationalmannschaft war. Wie gesagt, ausschließlich positives Gefühl, einen richtigen Schritt in die richtige Richtung. Ja. Wenn jetzt viele sagen, mein Gott, das ist doch mehr alte Verbundenheit als was, was kann der Götze überhaupt, kann er noch was bringen? Was antworten Sie denen? Kann er noch was bringen? Wem? Der Mannschaft. Oh, ja. Warum nicht? Also ich meine, ich habe lange dafür gearbeitet, dass ich wieder zur Nationalmannschaft kommen kann und das ist mir gelungen und deshalb bin ich einfach froh, dass ich wieder dabei bin und alles andere spielt für mich jetzt keine großartige Rolle. Also für mich ist es einfach ein positives Erlebnis und das ist das, was zählt. Ja. Nach dem Spiel, die zweite Frage war auch beim Interview, ob ich der Mannschaft noch etwas geben könnte. Ich weiß, woran ich arbeiten muss, ich weiß, wie es mir geht, welche Leistung ich bringen kann. Generell hat jeder seine eigene Wahrnehmung, jeder Journalist seine Wahrnehmung und das muss man dann auch in dem Sinne respektieren. Aber für mich gab es keinen Grund, das jetzt zu thematisieren. Also das kann sie gerne irgendein anderes Mal machen. Aber in dem Moment war es für mich einfach ein positives Erlebnis, konnte noch einen Assist geben, habe 30 Minuten gespielt. Vielleicht ist die Haltung auch vorgeprägt durch das, was ein Journalist, eine Journalistin vorher gelesen oder wahrgenommen hat. Aber im Prinzip ist das dann keine gute Frage. Ich möchte jetzt keine Kritik an Kollegen üben, aber wenn ich sehe, dass jemand etwas geben kann, weil er gerade eine Aktion hatte, die einen Unterschied macht und wo ich für mich denke, ja, guck, jetzt kriegt Jogi die Bestätigung, er kommt rein und hat sofort einen Geistesblitz und deswegen wird er ihn auch mitnehmen zur Weltmeisterschaft, weil er immer genau solche Situationen kreieren kann, dann ist die Antwort auf die Frage eigentlich schon gegeben. Ich glaube, dass er nicht ganz diese Leichtigkeit hat, die er beispielsweise damals in Dortmund hatte. Ich glaube, das weiß er ja selbst, aber die muss er ja auch gar nicht haben. Das Entscheidende ist für ihn, dass er in meinen Augen Selbstvertrauen hat in seinem Spiel. Und dann ist er nach wie vor ein Spieler, der ganz besondere Dinge machen kann. Und da bin ich auch überzeugt, dass er das weitermachen wird. Er hat nach wie vor immer wieder tolle Aktionen in seinem Spiel. Und wer wirklich Ahnung vom Fußball hat, der sieht das auch. Oder wer es sehen möchte, sieht es auch. Die erste Berührung mit dem Ball müsste damals in Ronsberg gewesen sein. Es ist ein Dorf im Allgäu. Bin ich groß geworden, bin ich aufgewachsen. Dort wohnen meine Großeltern. Mein älterer Bruder ist 2 Jahre älter und so kam es eigentlich zustande, dass ich zu ihm aufgeschaut habe und dass ich dadurch mir viel abgeschaut habe. Sobald ich laufen konnte mit 2,5, 3 Jahren, habe ich halt Fußball gespielt. Und ja, Mario kam halt dann auch relativ zügig dazu. Er war eigentlich damals, also seitdem ich denken kann, eigentlich immer schon mein Vorbild gewesen. Er war der Erste, der Fußball gespielt hat, der Erste, der zu Borussia Dortmund in der Jugend gegangen ist. Und ich bin dann eher immer so nachgezogen.
beide sind am selben Tag, haben sie Geburtstag. Ich weiß nicht, ob das einer weiß, aber ich finde total witzig. Der eine 1990, der andere 1992. Da haben die Eltern gut getroffen und sind doch sehr unterschiedlich. Wo sie nicht unterschiedlich sind, ist im IQ. Also beide sehr schlau, beide konnten man unheimlich gut mitreden. Meistens ist es so, wenn Geburtstag ist, dann wenn ich zu Hause bin oder nicht gerade beim DFB oder im Urlaub, dann feiern wir dann auch zusammen. Und es war meistens so, auch in der Jugend, dann stand da halt eine 2 und eine 4 und auf dem Kuchen. Und es war halt, es hat sich so durchgezogen. Wir hatten damals in den USA gelebt und da war er 3 Jahre alt. Und es hat eigentlich schon funktioniert, dass er mit dem Baseballschläger einen Ball getroffen hat. Das war schon, ja, wo man denkt, boah, das ist schon faszinierend. Unser Vater hat uns eigentlich zu allem genötigt, sag ich mal. Also als ich stehen konnte, stand ich auf den Skiern. Als Mario stehen konnte, stand er auf den Skiern. Als wir laufen konnten, hat unser Vater uns den Tennisschläger in die Hand gedrückt und uns den Fußball an das Bein geklebt. Wir sind dann von einem Verein zum anderen, haben dort dann auch unter unserem Vater mal trainiert eine Zeit lang. Unsere Mutter ist damals noch Marathon gelaufen. Unser Vater versucht jeden Tag Sport zu machen. Das schon immer. Wollten auch beide Sport studieren damals. So hat sich das halt dann entwickelt, dadurch, dass wir wirklich extrem sportliche Eltern hatten. Aber auch den Riesenvorteil hatten, dass wir keine ehrgeizigen Eltern hatten. Also denen war es jetzt nicht wichtig, dass wir unbedingt Erster werden. Sondern die wollten einfach, dass wir uns bewegen. Immer, überall, mit Ball, ohne Ball. Ich habe Tennis gespielt, Oberliga-Niveau, also nicht schlecht, schon relativ hohes Niveau, aber zum Spaß. Und ich konnte Tennisstunden geben, anstatt irgendwo anders mir Geld für Studium dazu zu verdienen. Und so hatte ich mir das dann eigentlich für die Kinder auch gedacht. Wenn die viel Sport treiben, dann können sie ja Tennislehrer, Skilehrer, irgend sowas werden. Also an Fußball hatte ich da als letztes gedacht. Mario musste ja immer bei dem Kicken im Garten gegen Fabian durchsetzen. Und da natürlich Fabian auch entsprechend talentiert war, war natürlich der Anreiz immer da. Also dem ist sicher viel zu verdanken, glaube ich. Und der Kleinste hat halt meistens leider, ich sag's mal so, wie es war, hat halt auf den Hintern bekommen. Wir hatten draußen oft gespielt im Garten, wo wir uns auch gegenseitig umgetreten haben. Also da hat man jetzt nicht so Rücksicht genommen. Aber das macht man ja unter Brüdern nicht. Habe ich ihm auch nicht ernst genommen, wie man, glaube ich, sehen kann. Ich habe immer versucht, dass alle die Schule wichtig nehmen, obwohl das sehr schwierig ist, wenn da der Fußball als Feind in der Ecke steht, sage ich mal so.